Hallo ihr Lieben und damit ein recht herzliches Hallo und willkommen zu einem kleinen Informationsvideo zum Projekt Minecraft LPT aka Community Server. Ja, Freunde, ich möchte hier mal so ein bisschen rumfliegen und euch mal so einen kleinen Eindruck verschaffen, was sich in den letzten Tagen so getan hat. Und bevor hier irgendwelche Fragen aufkommen, wie zum Beispiel, warum steht da ein Pferd beim guten Linto vor dem Häuschen? Warum haben wir hier hinten auf dem Meer einen Leuchtturm? Ja, warum steht hier hinten eine Windmühle, die erstens mal richtig geil gebaut ist? Ja, muss man sich echt mal vom Innen anschauen. Dann fliegen wir mal hier hinten weiter, das ist schon wieder ein langes Stückchen. Wo kommen auf einmal diese beiden geilen Bogen her? Ja, wer hat hier diesen Aussichtsturm gebaut? Was ist das für ein Gebäude? Was finden wir da dort drinne vor? Wo kommt diese echt coole Achterbahn her? Ja, wer hat hier dieses schöne Labyrinth gebaut und wo führen diese Wege hin? Was ist das hier für ein Marktplatz? Was wird daraus entstehen? Was habt ihr vor? Was ist das hier für ein Riesenportal? Ja, man sieht hier Pigments, die in der Oberwelt spawnen. Ja, wo kommt das hier her? Was hat das alles auf sich? Das werdet ihr alles in den nächsten Folgen unseres LPTs erfahren. Dann haben wir hier hinten noch unser Villager-Dorf. Das haben wir jetzt natürlich schon in Betrieb genommen. Hier ist richtig viel Action. Ja, was es hier zu sehen gibt, das werdet ihr auch in dem LPT von dem guten Linto und mir sehen. Genauso wie dieses Herrenhaus. Wie sieht das von innen aus? Wer hat das gebaut? Warum baut hier einer in der Oberwelt Netawarzen beim Licht an? Ja, das sind alle Fragen über Fragen. Darauf werden wir natürlich sehr schön... Oh, guck mal hier, spawnen ja so viele Pigments. Das ist richtig geil. Richtig hammermäßig geil. So, ich muss dazu sagen, bevor es jetzt irgendwelche Kommentare oder Beschwerden gibt, das Grundprinzip dieses Riesenportals hier stammt natürlich vom guten Iosa 100. Ja, von ihm habe ich mich vom Äußeren hier ein bisschen inspirieren lassen. Er hat das echt gut erklärt und die Falle funktioniert echt primamäßig, hundertprozentig. Man hat hier so viel Gold, was man hier zusammenkriegt, das ist richtig hammermäßig geil. So, die Außentechnik ist natürlich kein Geheimnis, habe ich mir natürlich vom Iosa 100 erklären lassen. Wichtig ist nur, was auf meinem eigenen Mist erwachsen ist, und das ist die Innentechnik. So, denn hier, weil hier geht es natürlich dennoch auf zwei Etagen weiter, wo ich so ein bisschen Action bieten will. Beim Iosa, da fallen sie runter. Ich habe mir meine eigenen Gedanken gemacht. Also wie gesagt, das Außengebäude hier ist natürlich... ja, vom Iosa 100, ja, von ihm habe ich mir das abgeschaut. Und die Innentechnik, die dort drin ist, werden wir in dem LPT Minecraft mit dem guten Linto und mir, werde ich euch das Ganze mal ein bisschen zeigen, ein bisschen erklären. Dann werden wir da mal so ein bisschen durchgehen. Und da gibt es auf jeden Fall richtig viel zu sehen. So, was es noch so Neues gibt auf unserem Community-Server, ist, ich habe eine Lohnfarm erschaffen. Ja, war im Grunde genommen eigentlich die einfachste Farm, die ich je erstellt habe. Ja, ist immer nur so eine Redstone-Technik, die man halt so ein bisschen verstehen muss, aber im Grunde genommen, wir haben eine Lohnfarm. Hier drinne habe ich natürlich meine Falle, habe ich auch noch ein bisschen unten weitergebaut, ein bisschen verschönert. Das werden wir uns natürlich auch schön im LPT angucken. Ich habe auch angefangen, die Fallen der Fallen zu bauen. Freunde, die Fallen der Fallen. Der ein oder andere kann sich das vielleicht denken, es ist eine Wither Skeleton Farm. So, da sitze ich jetzt schon seit einer Woche dran. Es gibt ja auch vom Iosa 100 und vom SZ Paddy, die haben das Projekt da halt zusammen gemacht, haben eine Falle sozusagen vorgestellt und erbaut. Ich weiß nicht, das war glaube ich der SZ Paddy, der diese Falle so weit erfunden hat. Und ja, ich habe mir diese Falle angeguckt, sehr kompliziert, muss ich wirklich sagen, also für mich. Jo, der ein oder andere wird jetzt vielleicht sagen, oh, das ist doch einfach, das ist doch easy, das baue ich dir in 5 Minuten nach. Nee, das ist Redstone-Technik und was die da alles verbaut haben, ist mir im Grunde genommen einfach zu heavy. Ja, und ich mag es eher so ein bisschen einfacher und unkomplizierter. Und deswegen habe ich mich da selber rangemacht, um eine Falle so weit zu erstellen.
Die ein oder anderen Mechaniken werden bekannt sein aus dem Video vom IOSA 100, ja, wie zum Beispiel den Pistenpusher, ja, aber das kann ja jeder nachstellen, so ein Pistenpusher. Wichtig ist die Technik, wie dieser Pistenpusher überhaupt aktiviert wird und wie er überhaupt in Betrieb genommen wird und wie das Ganze auch leckfrei und fehlerfrei läuft. Ja, das werdet ihr alles in den nächsten Folgen vom Minecraft LPT beim guten Linto auf seinem Kanal und bei mir, dem Rappelzappel, werdet ihr das natürlich in den nächsten Folgen erfahren und sehen. Gut, Freunde, dann bedanke ich mich erstmal, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem kurzen Infovideo. Solltet ihr Interesse haben, dass ihr sagt, Mensch, ich würde gerne hier mal so ein bisschen mitbauen, ist kein Problem, schreibt mir doch bitte unter dieses Video oder durch eine Privatnachricht, eine PN, einfach mal eine kurze Information, quasi eine Bewerbung. Wer seid ihr? Wie alt seid ihr? Seit wann spielt ihr Minecraft? Warum wollt ihr hier auf diesem Community-Server mitmachen? Ja. Das wäre auf jeden Fall schon mal ein Anfang. So, erzählt mir ein bisschen was über euch und eure Interessen und warum ihr hier unbedingt mitmachen möchtet. Gut, Freunde, dann bedanke ich mich erstmal, dass ihr eingeschaltet habt. Weitere Informationen werdet ihr natürlich dann in den nächsten LPT-Folgen mit dem guten Linto und mir, dem Rappelzappel, werdet ihr dann erfahren und auch sehen. Dann werden wir ein bisschen auf die Technik eingehen. Was hat sich hier verändert? Wie wird dieses große Dämonenportal überhaupt betrieben? Ja. Und wo sind jetzt überhaupt diese ganzen Häuser hierher gekommen? Ja, aber ich denke mal, euch wird eher die Technik interessieren, ja, zumal dieses Riesenportal. Ich meine, ich bin davon ja selber fasziniert. Ich bin von diesem Portal echt selber fasziniert. Ich finde das Ding richtig geil. Es ist wie so ein Riesenfernseher hier, Fußball-Live-Übertragung. Ja, richtig hammermäßig geil. Gut, Freunde, ich hoffe, ich habe eure Neugier ein bisschen wecken können, euch so ein bisschen neugierig kitzeln können. Ja, bleibt auf jeden Fall am Ball. Schaut auf dem Kanal vom guten Linto vorbei. Hinterlasst auch mal gerne ein Abo, ein Kommentar oder natürlich auch ein Däumchen. Ja, das würde den guten Linto, denke ich mal, genauso wie auf meinem Kanal sehr positiv beeinflussen. Ja, würde uns auf dem weiteren Weg hier auf YouTube bestimmt helfen, wenn ihr uns und unsere Projekte unterstützen würdet. Gut, Freunde, da bedanke ich mich fürs Einschalten und ich hoffe, wir sehen uns dann persönlich in unseren neuesten LPT-Folgen beim guten Linto und bei dem guten Rappelzappel. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr dieses schaut. Bis derweil, Zers.